Willkommen bei OpenSUSE Screencast. Heute das erste Offline-Video und zwar habe ich vor, eine Serie zu starten zum Thema WeTab und wie man darauf OpenSUSE bzw. OpenSUSE mit Plasma Active installieren kann. Und dazu hat mir die OpenSLX GmbH, welche hinter der OpenSUSE Box bzw. der Balsam Professional Box steht und diese vertreibt, freundlicherweise ein WeTab zur Verfügung gestellt. Vielen Dank nochmal. Und zwar möchte ich in dem heutigen Video mit dem Unboxing beginnen. So, dann öffnen wir erstmal das Paket. So. So, dann haben wir hier schon das Guide. Das war halt hier die Information, mit welchen Funktionen es ausgeliefert wurde. Hier. Gut, dann fahren wir mal fort. Dann hätten wir hier das Gerät an sich. Wie man sieht, ist es hier Version 2. Und gucken wir uns das Paket mal an. Ja, wie man sieht, hier sind die Daten drauf. Packen wir es einfach mal aus, würde ich sagen. So, dann nehmen wir hier das Gerät, den Karton, das ist eine Folie weg. So, wie machen wir das jetzt raus? Ja, dann gucken wir mal kurz um. Das ist einfach ganz normal hier, auch mit einem Kleber. Machen wir es mal lieber mit dem Messer, sauberer. So, hier hinten noch den Kleber durch. Und dann haben wir jetzt hier das Gerät, Karton, und zwar ein sehr stabiler Karton. So, dann haben wir jetzt hier erstmal ein Reinigungstuch und das Netzteil, ganz normal, sogar TÜV geprüft. Ja. Netzkabel. Ganz normaler Euro-Stecker. So. Sogar fürs Ausland geeignet, nicht die komischen Schuko-Stecker. Dann haben wir jetzt hier das Gerät. So, dann haben wir noch hier drinnen einen Aufkleber, würde ich mal sagen, ist das. Und eine Kurzanleitung. Die ist jetzt wirklich sehr kurz gehalten. Ah, Medium. Und ja, sehen wir die Kurzanleitung. Gucken wir nochmal, was weiteres drin ist. Fühlt sich aber nicht danach an. Ne, das war's schon. So, mehr ist in dem Paket nicht drin. Jetzt das Gerät angucken. Das ist hier schön verpackt in einer, ja, fast schon Seiden-Säckchen. Ziehe ich einfach mal den Sack hier runter. So. Dann kann
kann man hier auch die Folie abziehen. Schutzfolie noch drauf. Großes Gerät mal an. Ja, wie man sieht hier, flach. Ich würde sagen, ja, die Anschlüsse, man kann es erkennen, hier. Zweimal USB, das eine hier scheint mir HDMI zu sein. Kopfhörer, denke ich, ist das. Und das hier wird der Akku-Stecker sein. Hier ist der Knopf zum Einschalten. Gucken wir uns die andere Seite an. Ja, dann würde ich mal sagen, gucken wir uns mal von unten an. Das scheint hier zum Aufstecken zu sein, eventuell Tastaturen nachzurüsten. Und mehr Anschlüsse hat das Gerät auch nicht. So, jetzt habe ich mal schnell das Netzteil angeschlossen und die Kurzanleitung hier mal angeguckt. Da ist nicht mehr als die Inbetriebnahme und Garantiehinweise drin. Also, dann schließen wir jetzt mal das Netzteil an. Also wie gesagt, hier ist der Anschluss. Hier. Also sitzt eigentlich. Man sieht ja eine orange Lampe jetzt leuchten. Und das obwohl hier doch ist eingeschaltet, weil das Netzteil, ich weiß nicht, ob man es so gut erkennen kann. Hier. Das hat hier einen Ein- und Ausknopf. So, dann lege ich das mal beiseite. Drücken wir jetzt einfach mal den Einschaltknopf hier hinten für 2 Sekunden. Man hört ein klein bisschen Lüfter. Und es läuft.